Sie sind hässlich, unnütz und dennoch das Must-Have für viele Promis. Grills. Ja, genau, diese furchtbaren Dinger. Es gab Zeiten, da trugen den metallischen Zahnschmuck nur Rapper, Gangster oder selbsternannte Bad Boys. Dass sich Zeiten ändern, beweisen momentan immer mehr Promis. Allen voran Rihanna versuchte mit Grills ihr Bad Girl-Image weiter zu veranschaulichen. Mittlerweile haben Grills allerdings an Provokationspotenzial verloren. Das passiert, wenn selbst Boyband-Mitglieder, gealterte Pop-Queens und Reality-TV-Sprösslinge stolz ihre Grills in die Kamera halten. Ob aus Gold, mit Diamanten oder in extravaganten Formen, alles was auffällt, ist gut. In irgendeiner Weise schön oder ästhetisch werden Grills aber niemals sein. Einen Vorteil haben sie allerdings, mit ihnen fällt das Sprechen schwerer. Und das erspart uns mit Sicherheit einige sonderbare Promi-Aussagen. Shots. That's the only dilemma I was having, but fuck it, I ain't live twice and going in. Wenn euch InTouch TV gefällt, dann klickt auf den Abonnier-Button und schreibt einen Kommentar.